Servus YouTube und herzlich willkommen hier zum nächsten Video, in dem wir einen Verein von ganz unten zum Champions League Titel führen werden oder auch einfach Sprint to Glory genannt. Heute haben wir auch mal wieder eine ganz lustige Challenge für die Sprint to Glory dabei. Es geht nach England in die Premier League, da nehmen wir Leicester City und das Ziel wird es heute nicht nur sein, den Henkelpot am Ende des Videos in die Lüfte zu halten mit den Foxes, sondern das Ganze auch ausschließlich mit Transfers von englischen Spielern. Bevor wir so richtig loslegen, Freunde, wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Lasst viel Liebe da, auch wenn ihr eben mehr von solchen Videos sehen möchtet. Welche Nation wollt ihr eben sehen? Schreibt es gerne unten rein in die Kommentare. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Allgemein auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus und den Daumen nach oben. Denn wenn der oben ist, wird man nicht loben. So. In dem Sinne. Und jeder will ja gelobt werden. Wir blicken also auf den Kader, den wir zum Start der Karriere haben. Und das ist, würde ich mal sagen, eine überdurchschnittliche Truppe hier in der Premier League. Sogar eher Richtung Top 6, Top 7, würde ich mal sagen, anzusiedeln. Mit überdurchschnittlich guten Spielern, die eben allesamt auch Engländer sind. Als Beispiel Jamie Vardy, Madison oder auch Talente wie Barnes, Justin oder Chottery sind allesamt Engländer. Daneben aber auch Spieler, die nicht Engländer sind, wie Tielemans, Pereira oder Schmeichel, die uns hoffentlich auch noch in dieser Sprint to Glory einiges an Geld bringen werden. Dementsprechend landet eben für die heutige Challenge alles auf der Transferliste, was eben nicht englisch ist oder englisch ist und kein Potenzial mitbringt. Und da lassen wir uns auch direkt mal nicht lumpen. Für 8,5 Millionen verlässt uns der erste Spieler Mark Albrighton, zwei Engländer, aber kein Potenzial. Für 8,5 Millionen geht es zum FC Villarreal. Und jetzt fließt das erste richtig, richtig dicke Geld rein. 90 Millionen Euro für Ricardo Pereira, zahlt José Mourinho und die Spurs. Und auch Johnny Evans verlässt den Verein. Da könnte man ja fast bei der Flagge denken, er wäre Engländer, aber nee, er ist Nordire. Und dementsprechend verkaufen wir ihn für 13,5 Millionen an den AC Mailand. Und auch Rashid oder Rachid Ghezal verlässt den Verein in Richtung Villarreal, genauso wie es Albrighton getan hat, für 10 Millionen. Wir legen jetzt aber auf der anderen Seite auch mal los mit dem ersten Transfer. Das wird Nick Pope, ein Torhüter, ist natürlich ganz wichtig. Wir wollen natürlich, so gut es geht, die Mannschaft so schnell wie möglich mit Engländern füllen. 28 Jahre alt, für Dean Henderson hatten wir leider nicht ganz das Geld, beziehungsweise wollen wir noch andere Positionen eben verstärken. 28 Jahre alt, 82er Gesamtstärke, knappe 20 Millionen und Dennis Breed im Tausch hat das Ganze sich kosten lassen. Transfer Nummer 2, ich hatte mal irgendwann in der Sprint to Glory mega gute Erfahrungen mit ihm gemacht. Das heißt, ich hoffe, das Ganze werden wir heute ebenfalls erleben. Es kommt von Brighton, ein junges englisches Talent für die Innenverteidigung. Für 24 Millionen kommt nämlich der 22-jährige Ben White. Auf der anderen Seite eines der hottesten englischen Talente, Dominic Calvert-Lewin, Abkürzung DCL, holen wir für 52 Millionen vom FC Everton. Absolute Verstärkung und ich kann mir auch vorstellen, dass der Kerl bis zum Ende der Karriere bleibt. Ebenfalls gönnen wir uns daneben noch für knappe 40 Millionen ebenfalls ein Liga-interner Transfer. Das werden die meisten hier in dieser Sprint to Glory sein von West Ham. Kommen für knappe 40 Millionen Declan Rice. Wesley Fofana hat zwar ein mega gutes Talent, aber trotz alledem können wir ihn hier in der Karriere nicht gebrauchen und wir verkaufen ihn eben deshalb für 25 Millionen an Lyon. Und auch Soyuncu verlässt den Verein, mega gute Entwicklung bisher bei Leicester City hingelegt. Ich glaube, der hat auch noch eine ganz große Zukunft vor sich. Hier verlässt er den Verein für 45 Millionen in Richtung Serie A, in Richtung Antonio Conte und Inter Mailand. Und wieder einmal klingelt es ganz, ganz laut in der Leicester City-Kasse, denn ein weiterer Verein zahlt für einen Nicht-Engländer 90 Millionen Euro, ist der FC Bayern für Wilfried Ndidi. Jetzt wechselt es sich schon immer mehr ab mit den Transfers. Als nächstes ein weiterer Neuzugang für 34,8 Millionen. Man blicke auf den Marktwert 32,5. Wir haben hier einen super guten Deal gemacht. Dafür kommt nämlich Mason Greenwood. Und wenn wir schon gerade dabei sind, die englischen Top-Talente von den Top-Clubs zu stehlen, dann holen wir uns natürlich auch Bukayo Saka vom FC Arsenal. Knappe 40 Millionen lässt der sich wiederum kosten, ist aber auch dafür super flexibel einsetzbar. Mein Plan war, die noch irgendwie einzutauschen. Der klappt am Ende des Tages tatsächlich auch. Wir tauschen Jamie Vardy also ein, holen dafür zwar nur eine 82er Gesamtstärke in John Stones, der aber auch noch Potenzial mitbringt. Leider Gottes hat das Geld nicht für Joe Gomez oder sonstige Kandidaten gereicht. Vardy und 10 Millionen also in dem Fall im Tausch gegen John Stones und Manchester City kriegt dafür Jamie Vardy. Dafür haben wir aber auch noch das Geld, um uns auf anderen Positionen zu verstärken, wie als Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition. Da kommt ein weiteres Top-Talent Engländer von einem Top-6-Club hier in England, nämlich vom FC Chelsea, Reece James. Wir zahlen 43,9 Millionen. Auf der anderen Seite wieder ein Verkauf, wieder mal mit Inter Mailand und Antonio Conte. 19,1 Millionen zahlen sie hier für Ayoze Perez.
Und auch Nappa irgendwas, Mondi, verlässt uns ein weiterer Mondi. Wie viele gibt's von denen eigentlich? In Richtung Aston Villa für 8 Millionen. Daniel Amate wiederum zieht es in Richtung Brasilien, wenn mich nicht alles täuscht. Atletico Mineiro müsste das sein, die 5 Millionen zahlen. Kaspar Schmeichel hat zwar eine mega gute Gesamtstärke, leider Gottes ist er aber natürlich auch alt. Dementsprechend bekommen wir nur noch 20 Millionen für ihn. Aber die Frage ist, 20 Millionen haben oder nicht haben, und da nehme ich sie gerne. Es folgt jetzt also der Endspurt auf dem Transfermarkt. Als nächstes kommt von Brighton Tarik Lamptey. An dem war unter anderem auch mal der FC Bayern interessiert. 19 Jahre jung, 8,6 Millionen zahlen wir. Sehr, sehr ordentliches Talent, was wir eben als Backup gut nutzen können. Gleiches gilt aber auch für den Transfer von Godfrey, den wir vom FC Everton holen. Leicester City tauscht also einen Neuzugang ein, den wir gerade erst geholt hatten von Atalanta, nämlich Timothy Castagne, der junge Belgier, wird eben im 1:1-Tausch weggegeben. Und auf der anderen Seite ein weiterer Innenverteidiger, ein weiteres Backup kommt, Konsa von Aston Villa. Hier tauschen wir ebenfalls einen Spieler ein von uns mit Cengiz Ünder und 12,8 Millionen zahlen wir noch oben drauf, um ein weiteres Backup für die Innenverteidigung zu bekommen. Ebenfalls kommt jetzt der junge 20-jährige Matthew Longstaff von Newcastle United. Und da wir Thielemans leider Gottes nicht verkauft bekommen haben, ich aber trotzdem noch eben einen neuen Engländer im Kader haben will, tauschen wir den Jungen ebenfalls ein, zahlen nichts oben drauf und holen uns dafür Dele Alli. Auch geisteskrank, wenn man überlegt, was der Kerl vor ein paar Jahren noch für ein Megatalent war. Quasi das englische Talent schlechthin neben Harry Kane und heutzutage nur noch auf dem Abstellgleis bei den Spurs. Also Freunde, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viele Transfers gemacht. Als nächstes kommt von West Bromwich Albion Grady Diangana. Ja, auch ein sehr, sehr interessanter Name. 22 Jahre jung, ordentliches Talent, nehmen wir natürlich als Backup mit. Daneben kommt ebenfalls für 6 Millionen von den Gunners vom FC Arsenal Reece Nelson, der ehemalige Hoffenheim-Spieler. Und ebenfalls das Backup für die Stürmerposition für 10,8 Millionen der 21-jährige Stürmer, ebenfalls von den Gunners, Eddie Nketiah kommt hier zu den Foxes. So ganz fertig sind wir aber noch nicht. Der allerletzte Transfer fürs Erste von Southampton kommt für 13,5 Millionen Chi Adams oder so. Ich habe keine Ahnung, wie der Vorname ausgesprochen wird. Sehr, sehr wilder Vorname, vor allen Dingen für einen Engländer. Soll mich aber nicht stören, er wird unser zweites Backup für die Stürmerposition. Und so sieht dann jetzt also erstmal die Startelf aus. Komplett englisch, die Bank ebenfalls komplett englisch. Wir haben, würde ich mal sagen, einen mega, mega guten Job geleistet. Dafür, dass wir hier, glaube ich, 2 oder 3 Engländer eigentlich nur in der Startelf hatten. Jetzt eben eine komplett englische Startelf und eine komplett englische Bank. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, würde ich meinen. Wir springen also zum Januar 2021 und blicken dann mal also auf die Wettbewerbe für ein erstes Zwischenfazit. Ich bin unfassbar gespannt. Wir haben nämlich gefühlt den kompletten Verein einfach mal ausgetauscht. In der Liga ist es aktuell der 7. Tabellenplatz. Ich würde mal meinen, damit kann man relativ zufrieden sein. Der Anschluss nach vorne ist jetzt nicht riesig. Also klar, zu den Top 4 schon. Aber theoretisch die Wolves und Aston Villa nur 3 Punkte vor uns. Das heißt, da könnten wir uns theoretisch noch einen Europa League Platz sichern. Im FA Cup ist unser erster Gegner in Runde 3 direkt mal Crystal Palace. Also könnte auch ein bisschen einfacher sein. Und zu guter Letzt erstmal der Carabao Cup. Da sind wir mit 1:0 gegen Manchester United im Viertelfinale geflogen. Und ach ja, Leute, ich habe vollkommen vergessen, dass wir noch in der Europa League spielen. Das habe ich wirklich komplett aus den Augen verloren. Da sind wir unter anderem Zweiter in der Gruppe geworden, leider hinter der Roma doch eindeutig gelandet. Und dafür ist unser Gegner in der Runde der letzten 32 Feyenoord Rotterdam. Dennoch würde ich mal sagen, ein machbares Los. In der Wintertransferphase gibt es noch einen Transfer. JJ James Justin wird nämlich verkauft. Für 26,4 Millionen geht es zum FC Southampton, mit denen wir heute schon den ein oder anderen Deal gemacht hatten. Dafür holen wir uns auch den vielleicht aktuell besten englischen Linksverteidiger, den es im Karrieremodus, den es aktuell vielleicht auch in echt gibt, immer wieder mega Potenzial nachgerufen. Jetzt kann er es wirklich mal abrufen. Für 55,4 Millionen kommt Luke Shaw von Manchester United. Hat, wenn mich nicht alles täuscht, vor kurzem auch den Vertrag verlängert und hat einfach mal eine 83er Gesamtstärke. Absolutes Upgrade im Vergleich zu Justin, der vorher eine 78 hatte. Und außerdem, weil wir gerade sowieso schon mit Southampton am Verhandeln waren und wir einen Ersatztorwart brauchen, holen wir uns auch einfach mal Fraser Forster. Er hat zwar die Nummer 1, aber er wird natürlich hinter Nick Pope ganz klar die Nummer 2. Kurzer Blick auf die Mannschaft. Zur Hälfte der Saison, da hat sich von den Entwicklungen einiges getan. Unter anderem so Leute wie Dominic Calvert-Lewin sind sogar schon um 2 Gesamtstärken gestiegen. Rest der Mannschaft könnt ihr ja selber sehen. Auf jeden Fall eine gute Truppe, die bald schon die 80 im Kollektiv erreicht hat. Transferbudget haben wir jetzt nicht mehr allzu viel. Knappe 15 Millionen. Klar, man könnte jetzt irgendeinen gammeligen englischen Spieler davon kaufen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns natürlich immer verbessern. Das heißt, man kann das Geld vielleicht auch noch ins nächste Jahr mitnehmen. Und in dem Sinne springen wir jetzt mal zum Ende hier, ne? Von Saison Nummer 1.
Abfahrt. Wir sind angekommen, Freunde, Mai 2021 und blicken dann also mal jetzt auf die Endresultate der ersten Saison. In der Liga ist es am Ende der 6. Tabellenplatz geworden. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Rang für die Europa League. 7 Punkte trennen uns am Ende von den Wolves. Wir stehen aber irgendwie auch vom FC Chelsea. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Liverpool wird Meister von den beiden Manchester-Clubs und Tottenham auf der 4. Im FA Cup sind wir in Runde 6 gegen die Wolves. Leider Gottes im Elfmeterschießen ausgeschieden. Sehr, sehr bitter. Eine Runde vom Halbfinale. Und zu guter Letzt die Europa League. Und was soll ich sagen, Freunde? Wir scheiden halt einfach in der Runde der letzten 32 gegen Feyenoord aus. Ein kurzer Blick also noch auf die Truppe, die wir hier zum Ende der Saison haben. Von den Entwicklungen her sieht das wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich bin gespannt, was für Neuzugänge wir in der nächsten Saison machen können. Denn da werden wir wahrscheinlich noch so ein paar Hochkaräter dazu hinzufügen zur Mannschaft. Und in dem Sinne, Freunde, will ich auch gar nicht so lange um den heißen Brei herumreden. Wir legen jetzt los mit Saison Nummer 2. Die erste, würde ich mal sagen, war ein relativ ordentlicher Start. Die zweite Saison, es landen einige Kandidaten auf der Transferliste, unter anderem eben jetzt auch Engländer, da unser Kader wirklich nur noch fast aus Engländern besteht und das heißt, wir müssen eben Engländer mit Engländern tauschen. Transferbudget für dieses Jahr sieht auch wirklich sehr, sehr schmackhaft aus, über 80 Millionen Euro zur Verfügung. Und dann legen wir direkt nochmal los, 5 Millionen zahlte Benevento für Dewsbury Hall. Was sind das hier eigentlich für Namen, Leute? Nick Pope verlässt uns ebenfalls und geht für 45 Millionen in Richtung Chelsea. Der Mann mit dem größten Afro der Welt gefühlt, Hamza Choudhury, verlässt uns jetzt auch. 23 Jahre alt, 10 Millionen zahlt West Ham. Und auch Konstar verlässt uns jetzt nach einer Saison und geht für 33 Millionen zu Roy Hodgson und Crystal Palace. Es geht weiter mit Harvey Barnes, für den einfach mal Bayer 04 Leverkusen bereit ist, 74 Millionen in die Hand zu nehmen. Und da sage ich definitiv nicht nein. Auf der anderen Seite sage ich aber auch nicht nein zu einem 24-jährigen Joe Gomez, den wir für knappe 70 Millionen für die Innenverteidigung holen. Und in diesem Jahr haben wir auch endlich das Geld, um Dean Henderson für die Torwartposition zu verpflichten. Knappe 53 Millionen zahlen wir an Man United und kriegen dafür das vielversprechendste Talent für die Torwartposition. Und ein weiterer Transfer, auf den ich mich mega krass freue, es ist der erste im dreistelligen Millionenbereich. Phil Foden kommt für 105 Millionen von Manchester City, jetzt schon 21 Jahre jung, eine 84er Gesamtstärke, hat Potenzial, was Besonderes zu werden und jetzt halt schon knappe 100 Millionen wert. Mehr Transfers waren auch erstmal nicht mal möglich, aber ich würde mal meinen, das ist trotzdem eine sehr, sehr gute Steigerung, die wir hingelegt haben. Henderson im Tor mit mehr Potenzial, Gomez in der Innenverteidigung auch mit mehr Potenzial und schon besserer Gesamtstärke. Foden auf dem linken Flügel anstelle von Harvey Barnes und den Rest der Mannschaft könnt ihr ja selber sehen. 80 im Kollektiv, jetzt auf jeden Fall am Start und ich bin gespannt, wie die Saison wird. Wir sind jetzt nicht die Ärmsten, aber auch nicht die Reichsten. 25 Millionen reichen jetzt nicht aus für eine wirkliche Verstärkung des Kaders. Das heißt, wir springen ein erneutes Mal zur Hälfte der Saison und gucken, wie die Mannschaft, die ihr gerade gesehen habt, so performen wird. Das alles natürlich mal wieder im Januar in der Wintertransferphase 2022 und wir blicken also mal auf die Zwischenresultate. In der Liga ist es aktuell der 5. Tabellenplatz, 38 Zähler auf dem Konto, aber da ist noch gar nichts entschieden. Zumindest im Kampf um Platz 4 kann man sagen, Arsenal nur 1 Punkt vor uns, Newcastle wiederum hinter uns auf Platz 6, punktgleich. Im Carabao Cup sind wir mal wieder frühzeitig ausgeschieden, leider Gottes in Runde 3 gegen Newcastle. Und in der Europa League sind wir Gruppenerster geworden vor Marseille, Guimaraes und Klu. Was bedeutet unser Gegner? Och nee, in der Runde der letzten 32 ist mal wieder Feyenoord. Och Mann, gar keinen Bock wieder zu verlieren. Also ich weiß ja nicht, wie es dazu kam, aber Dele Alli hat sich mittlerweile auf eine 86er Gesamtstärke entwickelt und wir verkaufen ihn für 92 Millionen an Bayern. Und Lazio Rom hat doch irgendwie 71,5 Millionen für Bukayo Saka am Start. Dafür machen wir jetzt aber die richtig wilden Deals perfekt. Für die rechte Seite kommt an Stelle von Saka, nämlich vom BVB, einer der gefühlt einzigen Transfers hier außerhalb von England, den wir tätigen mit Jadon Sancho. 150 Millionen überweisen wir an Schwarz-Gelb, kriegen dafür aber, ich würde mal sagen, das vielversprechendste Talent hier im FIFA-Karrieremodus, welches eben Engländer ist. 89er Gesamtstärke, 21 Jahre jung und natürlich Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Somit sieht die Mannschaft also nach diesem Transfer von Sancho folgendermaßen aus. Es ist zwar nur ein neuer Spieler dazugekommen, aber mit einer 89er Gesamtstärke auch eine mega krasse Verstärkung. Geld haben wir keines mehr, verkaufen wollen wir auch erstmal niemanden mehr. Das heißt, wir springen zum Ende von Saison Nummer 2 und hoffen aufs Beste, würde ich mal meinen. Wir sind angekommen, Freunde, und es sieht sehr, sehr gut aus zum Ende dieser zweiten Saison. Ich sehe nämlich unter anderem ein FA Cup Finale und in der Europa League stehen wir wohl auch im Finale gegen Manchester City. Zuallererst einmal der Blick auf die Ligatabelle. Tottenham wird tatsächlich Meister vor Liverpool, Man City und wer kommt dann? Richtig, Leicester City auf der 4. Wir qualifizieren uns im zweiten Jahr für die Königsklasse.
Das hier ist die Mannschaft, die in dieser Saison schon wirklich Erfolge erzielen konnte. Europa League Finale, sehr, sehr nice. Unter anderem eben auch das Finale hier im FA Cup, auch sehr, sehr wild. Also nächstes Jahr wird, glaube ich, nur noch besser. Ihr seht die Mannschaft, Freunde, schlechteste Gesamtstärke, die 83 von Declan Rice. Wir gehen also rein, Freunde. FA Cup Finale gegen den FC Chelsea im Wembley Stadium. Leichter Heimvorteil für die Londoner und es wird am Ende ein 2:0 Sieg. Doppelpack Foden, er beschert uns den ersten Titel in diesem Video. Und jetzt also, Freunde, Europa League Finale gegen Manchester City. Ein Sieg würde bedeuten, dass wir quasi als Erster qualifiziert wären für die Champions League. Und Phil Foden massakriert den ehemaligen Club. Wieder ein Doppelpack in einem Finale. Wieder holt uns dieser Junge den nächsten Titel. Und könnte jetzt diese dritte Saison die letzte werden, Freunde? Zwei Namen landen auf der Transferliste, unter anderem James Maddison und daneben Mason Greenwood. Vielleicht können wir doch noch einen besseren Stürmer an den Start kriegen. Und jetzt, Freunde, ein Spieler, der als ehemalig krassestes Talent England-Torhüter galt, plus eben auch ein Schreck im Ultimate-Team gewesen, weil er super billig war und mega krass gehalten hat. Jack Butland kommt von Crystal Palace hier in der Karriere, lange Zeit bei Stoke geblieben. Das war eben, würde ich sagen, ein großer Fehler für ihn. Für 4 Millionen holen wir ihn eben als Backup. Lazio Rom scheißt irgendwie Geld scheinbar, denn sie haben einfach mal 140 Millionen für Mason Greenwood, nachdem sie erst im vergangenen Jahr Bukayo Saka für über 70 geholt haben. Und dafür, Freunde, kommt der vielleicht beste englische Spieler aktuell der Welt hier zu Leicester City. Von den Tottenham Hotspurs, die letztes Jahr eben noch Meister geworden sind, kommt Harry Motherfrickin' Kane. Ein Wahnsinnstransfer mit eben 90er Gesamtstärke, der uns hoffentlich, wirklich hoffentlich zum Champions League-Titel ballern wird. Wenn das schon nicht ausreichte, dann holen wir noch Raheem Sterling, den wir ebenfalls von Manchester City verpflichten, der mittlerweile nicht mehr so junge Flügelspieler kommt, also hier zu den Foxes, 125 Millionen, lässt er sich kosten, 350.000 Euro wöchentliches Gehalt, auch sehr, sehr happig, aber dafür bekommen wir eine 89er Gesamtstärke, eine absolute Verstärkung für diese Truppe. Und damit, Freunde, sieht die Mannschaft für die dritte Saison also folgendermaßen aus: Sancho mit einer 91, Kane mit einer 90, Sterling 89, Reece James in der Rechtsverteidigung genauso, Rest der Gesamtstärken könnt ihr ja selber sehen, die Startelf ist wirklich richtig nice. Geld haben wir zwar auch noch zur Verfügung, über 100 Millionen Euro, Freunde, aber ich wüsste jetzt nicht, welchen Engländer wir holen könnten, der uns irgendwie aktuell noch verbessert, wäre halt nur irgendwie ein Transfer auf Krampf. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr dafür sogar noch mehr Startbudget zur Verfügung als die 160 in diesem Jahr und damit, Freunde, gehen wir zur Hälfte der Saison, hier im dritten Jahr. Nach 21 Spieltagen ist es aktuell der erste Tabellenplatz für Leicester. Zwei Niederlagen gerade mal und 12 Punkte vor Liverpool. Im Carabao Cup sind wir leider mal wieder frühzeitig ausgeschieden. Runde 4, Leicester City scheidet gegen Nottingham Forest aus. Nice. Und jetzt, Freunde, die Champions League. Unser Achtelfinalgegner ist zwar Pia Monte Calcio. Man könnte denken, wir sind nur Gruppenzweiter geworden. Aber nein, Freunde, wir sind Gruppenerster vor Real Sociedad, Club Brügge und Ajax, die einfach mal Letzter werden in dieser Gruppe. Und das hier könnte sie also sein, Freunde. Die letzte Saison mit Leicester City. Und das wird sie tatsächlich. Auch Champions League Finale, Pokalfinale ebenfalls. Das Triple ist in greifbarer Nähe für die Foxes. Das nächste Wunder. Nur mit Engländern. Meister sind wir geworden. 7 Punkte Vorsprung am Ende von Liverpool. Die Rückrunde war zwar nicht die beste, die Hinrunde dafür umso mehr. Und das heißt, wir werden am Ende des Tages trotzdem Meister. Im FA Cup heißt unser Finalgegner einfach mal Brighton. Und in der Champions League haben wir zuvor im Halbfinale Real Madrid mit einem saftigen 4:2 Gesamtergebnis aus dem Turnier gehauen. Im Viertelfinale wiederum war unser Gegner dann in Neapel. 2:3 haben wir da gewonnen wiederum. Und auf der anderen Seite zu guter Letzt im Achtelfinale Piemonte war der Gegner. Und da reicht ein Gesamtergebnis mit 2:0. Und das hier ist die Mannschaft, Freunde. Kein Wunder, dass die das Ganze gepackt hat. So dermaßen viele 90er Gesamtstärken. Reece James bei einer 92, Sancho bei einer 93, Foden 90, Sterling ebenso. Gomez in der Innenverteidigung, Henderson im Tor. Vorne Calvert-Lewin, Kane auch nochmal auf 91 hoch. Also das ist eine mega geisteskranke Truppe. Die jetzt also erstmal das Ziel hatte, den FA Cup zu gewinnen im Finale gegen Brighton. Keine Ahnung, wie die es da reingeschafft haben. Aber trotz alledem sollte man sie nicht unterschätzen, denn ansonsten würden sie ja nicht dastehen, wo sie eben stehen. Im Finale gewinnen wir aber trotz alledem zum Glück mit 3:0. Reece James und Shaw, die beiden Außenverteidiger und davor noch Sancho mit dem Tor. Und jetzt also, Freunde, es ist an der Zeit. Atletico Madrid ist der Gegner mit Neuzugängen wie Ginter, De Vrij oder Gabriel in der Innenverteidigung. Im Mittelfeld Sabitzer und Aouar neu dazukommen. Ikoné, Volland und Martial, allesamt Neuzugänge. Also so viel wurde da echt geändert, habe ich lange nicht mehr gesehen bei dem Verein. Und damit gehen wir also rein. Oblak gegen Henderson, Leicester gegen Atletico und los geht's.
Calvert-Lewin, unten Sterling mit einem sehr guten Lauf gegen Ikoné, der ist jetzt nicht unbedingt als Außenverteidiger bekannt. Sterling zieht in die Mitte, Raheem Sterling, 27. Minute, 1:0 für Leicester City, Raheem Sterling macht es. Da jubelt er zusammen mit Phil Foden, seinem ehemaligen Manchester City-Kollegen und den anderen englischen Teamkollegen natürlich ebenfalls. Ganz stark gemacht von Sterling gegen Ikoné, wie gesagt, kein Außenverteidiger. Sieht man auch hier in dem Fall im Paris Los ausgeführt, das Tor. Wunderbar gemacht von Raheem Sterling und damit steht es 1:0. Und damit, Freunde, ist das Spiel tatsächlich abgepfiffen. Ja, ich weiß, einige Leute werden sich jetzt denken, hö, wo waren die anderen Chancen? Aber ich bin ganz ehrlich zu euch, Freunde, das waren alles so wirklich halb uninteressante Chancen. Teilweise habe ich das Ganze nicht mal kommentiert. Also bleibt es am Ende bei 2 Szenen für dieses Finale. Atletico Madrid verliert also mit 1:0 gegen Leicester City. Und die nächste Challenge mit ausschließlich Spielern von einer Nation, Deutschland und Frankreich, haben wir ja bisher gemacht. England jetzt also auch abgehakt. Freunde, welche Nation wollt ihr als nächstes sehen? Vielleicht Portugal, Spanien, Italien, lasst es mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen, Freunde. Und in dem Sinne verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch noch einen wunderbaren Tag, ein wunderbares Wochenende. Samstag und Sonntag, ich kann schon gar nicht mehr reden, wird es auf jeden Fall ebenfalls Videos geben. Welche das sind, werdet ihr auf jeden Fall sehen. Auf jeden Fall noch eine Spielerkarriere, Freunde, die kommt nächste Woche. Und in dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da, Abo, Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen, Kommentar für den Algorithmus. Und wir sehen uns auf jeden Fall in alter Frische dann wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.